drin. Morgen. Hallo. Es ist traurige Realität, dass wir mehr als 20 Monate nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie auf der Tagesordnung des Rates der Europaministerinnen und Europaminister wieder die Covid-Koordinierung haben. Es ist ein Faktum, dass wir gerade jetzt, wo wir in ganz Europa wieder steigende Zahlen sehen, wo wir überlastete Gesundheitssysteme wahrnehmen, uns koordinieren. Wir wollen nämlich keinen Fleckerlteppich. Dazu gehört, dass wir auch das grüne Zertifikat stärken, dass wir hingehen zu einem individuellen Schutz und Abgleichen auch des Einzelnen. Das wird auch heute Thema sein, denn wir erwarten in den nächsten Tagen auch die Empfehlungen der Europäischen Kommission zu diesem Thema. Ein weiteres Thema ist die Erweiterung. Die Kommission hat den Fortschrittsbericht hinsichtlich aller Länder vorgelegt. Für Österreich ist insbesondere der Westbalkan hier natürlich im Fokus. Und ich komme auch gerade von einem Arbeitstreffen mit dem Premierminister aus Montenegro, wo wir mit 17 Ministern Europas, auch mit dem Premierminister, ganz offen diskutiert haben, was es jetzt braucht, wie wir besser werden können, wie wir schneller auch diesen Prozess begleiten können. Ich sage ganz klar, wir erwarten viel von den Beitrittskandidatinnen und Kandidaten. Wir setzen aber auch hohe Erwartungen an uns selbst. Und deshalb ist ein weiterer Punkt, den ich für heute herausgreifen möchte, Rechtsstaatlichkeit. Es steht wieder ein Austausch auf dem Programm mit 5 Mitgliedstaaten, wo wir die Länderberichte diskutieren, um auch voneinander zu lernen, was die Sache der Rechtsstaatlichkeit betrifft und eine Stärkung insgesamt in der Europäischen Union. Kurze Nachfrage zum grünen Pass, Frau Bundesministerin. Da gibt es uneinheitliche Regelungen, die auch den Tourismus betreffen, der als vollständig geimpft gilt. Manche Länder haben strengere Regeln, da läuft die vollständige Impfung schneller ab, überhaupt mit dem Booster. Wie kann da ein Vorstoß aussehen? Die Kommission überlegt, was Sie haben es eh gesagt, aber wie wird Österreich sich da jetzt einsetzen? Das Wichtigste ist, dass wir einen Fleckerlteppich verhindern. Es ist oberste Priorität der Schutz der Menschen. Das heißt, wenn jemand geschützt ist, wenn von jemand ein geringes Risiko ausgeht und ja auch ein geringes Risiko hat, sich anzustecken, dann sollte das der Maßstab sein. Das erwarten wir uns auch in den Empfehlungen der Europäischen Kommission. Ganz konkret soll das heißen, dass natürlich möglichst einheitliche Fristen auch für die Dauer der Gültigkeit nach dem zweiten Stich oder dann eben auch dem mittlerweile bekanntermaßen notwendigen dritten Stich hier gegeben sind. Es gibt auch Debatten zur Impfpflicht gestern im Europäischen Parlament. Da gibt es Abgeordnete, die Österreich da als vorschnell beurteilen, die sagen, das ist ein Schritt, der möglicherweise jetzt auch Motivation beschränkt, sich impfen zu lassen. Wie verteidigt Österreich im internationalen Parkett jetzt diesen Vorstoß? Sie werden wahrscheinlich sehr viel danach gefragt werden heute. Ganz wichtig ist der Schutz der Bevölkerung. Das ist unser oberstes Ziel. Und wir wollten niemals eine Pflicht hier verordnen. Wir sehen aber schlicht und ergreifend die Notwendigkeit. Und ganz wesentlich ist hier natürlich die Interessensabwägung, die Verhältnismäßigkeitsabwägung. Und hier frage ich mich, was ist einschneidender? Ein genereller Lockdown, so wie wir uns jetzt genötigt sahen, den auch in Österreich zu verhängen, um dem Gesundheitssystem eine Verschnaufpause zu ermöglichen in einigen Wochen, weil das wird sich erst dann auswirken auf die Intensivstationen, oder eine Impfpflicht. Von einer Impfung, wo wir mittlerweile milliardenfach diese verimpft haben auf der Welt, wo wir wissen, dass sie sicher ist und dass sie auch wirkt. Und ich glaube, die Antwort ist klar, der Eingriff natürlich in ein Grundrecht durch eine Impfpflicht ist geringer als ein genereller Lockdown. Dennoch haben wir eine kurze Nachfrage jetzt verhängen müssen, auch für Drittgeimpfte, auch für Menschen, von denen laut israelischer Studie kaum mehr virologische Gefahr ausgeht. Da gibt es Bedenken. Peter Busseger hat gestern an SIP gesagt, möglicherweise ist das nicht verfassungskonform. Teilen Sie diese Bedenken, was jetzt dreifach Geimpfte betrifft, was den Lockdown angeht? Ich denke, es war alternativlos, diesen generellen Lockdown jetzt für eine kurze Zeit auch zu verhängen, denn man muss den Blick in die Krankenhäuser, auf die Intensivstationen machen. Man muss sehen, wie das Pflegepersonal am Ende seiner Kräfte ist, wie Ärzte um das Leben von Menschen kämpfen, egal ob geimpft oder ungeimpft, egal ob reich oder alt oder arm oder noch jünger und bessere Chancen haben. Und darum geht es uns. Und deshalb, glaube ich, ist es einfach jetzt notwendig, kurz auch die Zähne zusammenzubeißen, auch für diejenigen, die jetzt alles richtig gemacht haben und sich schon impfen gelassen haben, und auch die abzuholen, die jetzt noch Ängste und Sorgen haben, dass sie diese Impfung auch tatsächlich wahrnehmen. Ich will aber die Hoffnung nicht aufgeben und bleiben hier natürlich weiter dran. Unser Blick gilt stets allen 6 Westbalkanstaaten, gibt, dass es unterschiedliche Fortschritte gibt in den Beitrittsprozess. Fortschritte, aber auch hier ist es notwendig, diesen politischen Willen im Land zu spüren und auch von der Europäischen Union aus das Signal zu senden.